Ein herzliches Hallo und willkommen mit unserem selbstständig fahrenden Gülle-Anhänger. Sehr interessant, was hier so alles sich selbstständig macht. Kamera wechseln, genau. Hallo, kannst du bitte aufhören, hier durch die Gegend zu rutschen? Ist ja mega peinlich, ey. Ah, ich glaube, der rutscht einfach weiter. Ah, caramba. Naja, zumindest hier ist die Saat ja ausgebracht, ne? Wir sehen es. Feld. Achso, gesät ist noch nicht. Stimmt. Nee. Wir haben erst gedüngt. Haha. Wir wollten ja jetzt säen. Siehst du, was du säst? Na, du wirst ernten, was du säst. Genau. Wenn ich Mais ernte, werde ich wohl garantiert keine Zuckerbohnen sehen. Gesät haben, ja. Also von daher. Doofes Sprichwort. Ja, viele Sprichwörter sind total bescheuert. Schwachsinn manchmal, ne? Du wirst ernten, was du siehst. Ran mit dem Maschinchen, ne? So. Es rollt weiter. Na egal. Ich finde das schön, wie er gleich alles ausklappt. Ja. Ah, guck mal, wieder Erfahrungspunkte. Ehrlich. Ehrlich. Ich sag dir, du, das ist Balsam für meine geschundene Seele. Ja. Besonders gut finde ich, dass der Spurenreißer hier in beiden Seiten dann immer schön ausgeklappt ist. Ja, das ist richtig gut. Das macht eigentlich keinen Sinn. Ist so nach dem Motto, oh, was haben wir für Funktionen bei den Spurenreißer? Oh, Klappen raus, komm. Das muss beidseitig sein. Naja, das ist schon wichtig. Wie ist man auf diese Idee gekommen? Ja, gute Frage. Gute Frage. So. Ach, sehr schön. Aber wie gesagt, wir machen eine ganze Saison und ich glaube, dann ist das mit dem Spiel soweit erledigt. Wobei, ja, mal gucken, vielleicht machen wir auch ein bisschen früher Schluss. Ich habe jetzt etliche andere Sachen, die ich gerne als EP zeigen möchte und muss, weil sie halt sehr zeitnah sind, also aktuell gerade. Vielleicht pausieren wir es und machen dann halt nach den anderen weiter. Ich weiß es noch nicht. Muss ich mal gucken. Ich entscheide dann spontan. So, bald 30%. Ah, guck mal hier, 28 schon. Sehr gut. So. Ja. Ist ja momentan echt viel los, ne? Viele machen sich Gedanken wegen Pure Farming, weil es halt keinen Multiplayer hat. Was mich gar nicht so stört. Ich muss sagen, Multiplayer interessiert mich über diesen Dingern gar nicht. Klar, die ganzen Streamer und YouTuber, die halt immer nur mit anderen Leuten zusammen streamen, mit ihrer Gruppen, wo man irgendwie, keine Ahnung, irgendwelchen Rotz sich anhören darf oder wo man dann einfach gar nichts hört, weil sie das nicht zeigen. Achso, der nächste Tag ist angebrochen. Das ist schon hart, ja, wenn die auf einmal nicht mehr Multiplayer spielen können und dann halt für sich spielen müssen, auch mal wirklich spielen müssen, nicht andere die ganze Zeit für sich arbeiten lassen, das ist schon heftig, da kann ich das verstehen, ja, das ist schon scheiße, ne, ja, wenn man so geistig beschränkt ist, dass man nur so spielen kann, dann ist schon klar, ne, ja, wenn einem da sonst nichts anderes einfällt. Wenn man halt einfach nichts zu erzählen weiß, außer halt irgendwelchen geistigen Dünnpfiff, den man mit irgendwelchen anderen Bratzen dann ins Mikrofon rülpst, ja, oder grunzt vielmehr. Mehr ist es ja eigentlich nicht, ja. Aber sie werden dafür gehuldigt, angebetet, verehrt, vergöttert. Ja, warum auch immer. Nachvollziehbar ist das alles nicht.
Zum Glück können Orks sich auch alleine unterhalten. Ja, definitiv eine sehr gute Eigenschaft. Sollten die auch mal probieren. So. Wie viel hatten wir jetzt? Ich glaube 50% so irgendwas, ne? 47% glaube ich waren. Ne, sogar schon über 50. Wow. Cool. Was da rein? Schön fertig machen, damit hier unser... Was baue ich jetzt eigentlich an? Was baue ich jetzt eigentlich an? Ich glaube Mais. Ja doch, da steht es richtig rum. Mais. Es gibt Scheiß mit Mais. Eigentlich ist es Scheiß mit Reis, aber ist egal. Mit Mais kann man das auch machen. Finde ich ja. Da man ihn ja eh nicht... Da die meisten Leute Mais ja nicht verdauen können, sondern er genau so wieder rauskommt. Ich weiß, es ist etwas eklig, aber es ist wirklich so. Die wenigsten können Mais verdauen. Oder der, zu verarbeiten. Sagen wir es so, verarbeiten. Verdauen tut man ihn ja irgendwie schon, wenn man es so nimmt, ne? Weil er kommt ja wieder. Ja, er durchläuft ja einmal den Körper. Aber ist interessant. Also könnt ihr mal selber so ein Experiment machen, falls ihr euch da nicht sicher seid und dann nicht drauf geachtet habt, einfach mal Mais futtern, ne? Und dann beim nächsten Mal drauf achten, ob ihr ihn wieder seht. Ja. Tja. So. Heimat, also so kleine Projekte, Experimente. Versuche zu Hause. Genau. Kommt vielleicht gut im Bewerbungsgespräch, nach dem Motto, ich kann Mais verdauen oder verarbeiten. Bei mir kommt der nicht so wieder, wie er reinkam. Ja, es ist vielleicht schon mal eine super Eigenschaft. Wie gesagt, die meisten können das nicht. Also von daher ist man schon mal was ganz Besonderes an der Stelle. Im Vorstellungsgespräch ist das vielleicht genau der Punkt, wo man sich dann drüber unterhalten kann. Vielleicht weiß derjenige das nicht, dann kann man gleich punkten, wenn ihr da noch eine Schale Mais mitnehmt und so nach dem Motto, wollen wir es gleich mal ausprobieren, ne? Machen wir gleich mal so ein Experiment. So, dann kann man gleich seine Führungsskills zeigen als Projektleiter und naja, warum nicht, ne? Man muss ja kreativ sein heutzutage. Das ist es dann auf jeden Fall, ja. Also könnt ihr ja mal sagen, wie er es dann ankam, ne? Wenn er das mal so auf Arbeit bei dem nächsten Beförderungsgespräch oder beim Bewerbungsgespräch, beim Arbeitsplatzwechsel oder für die, die noch jünger sind, wenn ihr eine Ausbildung gesucht habt oder sowas, könnt ihr ja mal sagen, wie das ankam, ob es was gebracht hat. Ja, würde mich mal interessieren. So, weil ich dem Ganzen nicht traue, werde ich natürlich jetzt trotzdem hier den letzten Rest entsprechend mit Saatgut versehen. Einfach nur, um auf Nummer sicher gehen zu können, dass hier wirklich ein bisschen was angebaut wird. Achso, ich glaube, wir sind schon richtig, ne? Ja, da hinten ist es. Gut, so, Feuchtigkeit ist okay, Nährstoffgehalt ist auch super. Ja, Wachstum ist halt 0%, da ist es klar, das dauert jetzt Jahrzehnte. Ohne Witz, das dauert wirklich ewig. Ja, eine Saison halt, ne? Das ist so wie bei der Season Mod. Deshalb habe ich das nicht so ganz verstanden, warum sich alle aufgeregt haben. So, das dauert voll lange, ne? Aber zeitgleich wird so eine Mod wie die Season Mod beim Landwirtschaftssimulator dann voll gehypt, wo es genau so ist, ne? Wo man halt nur einmal im Jahr was abbauen kann. Ja, das ist etwas eigentlich. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ich glaube. Wie war denn das? Genau, gesät ist nichts. Hat man das schon gedüngt? Weil er sagt, ich kann es sehen. Das ist interessant. Okay. War mir so gar nicht bewusst. Das probieren wir jetzt mal. Schauen, ob das wirklich klappt. Ja, funktioniert, okay. Aber hatten wir das komplett so bearbeitet schon? Ich weiß es gar nicht. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass wir hier mit Gülle... Ach nee, das hatten wir machen lassen. Stimmt.
Da hatte ich einen Helfer beauftragt, dass er das macht. Ich erinnere mich, ja. Jetzt macht's wieder Klick. Ja, schrecklich. Wenn man alt wird, ich sag euch, es ist nicht schön. Aber so macht der das mit dem Düngen, ne? Hier immer so Streifen nur. Ja, ja. Faule Sau, ey. Hätte mal ein bisschen präziser machen können. Aber anscheinend ist es wirklich egal. 100% ist 100%, egal wie es dann hier aussieht. Krass. Ein bisschen mehr als die Hälfte vom aktuellen Level haben wir schon. Sehr gut, das gefällt mir. Ja. Arbeit hier. Beinharte Arbeit, sag ich dir. Deshalb machen wir auch gleich ein Päuschen. Ne? Ein kleines Schnittchen wegdrücken und ein bisschen Kaffee aus der Thermoskanne in den Hals schütten und dann kann es weitergehen. In diesem Sinne, bis dahin, euer Mr. Zocker.